Bu! Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Hui und das ist Bu. Hallo, ich bin Bui, das ist Hui und wir machen aus Bui heute Hui. Ah ja, stimmt, Bu. Oh, das war aber gut, das war aber ja. Okay, also und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Teil unseres Reacts vom Stay Alive Projekt aus dem Jahre 2021. Der zweite Tag steht an, unseres Wohltätigkeitsspenden-Streams aus dem Level 44 heute und mit Fokus auf Gaming. Oh, richtig, da freue ich mich. Und Kochen. Ja. Gaming und Groß Kochen. Und kleine Freuden wurden begangen. Genau, der Aaron schaut sich das jetzt, das geschnittene Video von mir, das habe ich erst gestern hochgeladen, schaut er sich jetzt zum ersten Mal an. Richtig. Und hoffentlich ist er ähnlich begeistert wie ich von diesem Tag, denn es gab viele schöne Momente. Ich hoffe, das seht ihr auch so. Ihr könnt gerne auch überall mal schreiben, was eure Lieblingsmomente waren. Richtig. Und ohne weitere Aus- oder Umschweife. Genau. Gehen wir mal rein in die Zusammenfassung vom Tag 1. Richtig. Music and Comedy. Willkommen zurück. Ach so. Jetzt sitzen wir hier. Ja. Du, gut zu wissen, habe ich nicht drauf geachtet. Okay. Ja, hast du noch mal was zu tun? Das mache ich dann, ja. Willkommen zurück. Jetzt sitzen wir hier. Jetzt sitzen wir nichts wäre es. Jetzt sitzen wir hier. Ja, alle außer Thaddäus. Wir sind pünktlich. Na, hier haben wir den. Da ist vielleicht Thaddäus. Die immer mit ihrem rot-schwarz, die mit ihrem rot-schwarz karierten Hemde immer überall. Das ist ja furchtbar. Es gab ja übrigens auch ein Dresscode, den ich glaube, die vom Level 45, die Herren, festgelegt haben. Ach so, ja, war das echt? Rot nämlich. Man sieht außen, man die beiden. Und hier, also Alex und aber gute Arbeit. Immerhin also auch, waren ja wenigstens im Team. Team Level 44 angezogen, im Stil davon, ist natürlich wenigstens da. Ja. Hat man gleich gesehen, wer von wo kommt. Genau, rot angezogen, deswegen auch heute nochmal wieder. Und das ist unsere coole Lounge-Ecke aus dem Level 44. Der liebe Sean, der hat alles, was ihr visuell seht, so die Grafiken, alles Mögliche, das hat er gemacht. Und als Dankeschön dafür, dass er das ehrenamtlich gemacht hat, wie übrigens alle hier, haben wir gesagt, komm doch einfach mit ins Stream heute und lass uns gemeinsam eine Runde zocken. Und guck mal, wer da kommt. Guck mal, da ist er. Oh. Einen schönen guten Tag. Nein, jetzt kann es ja bloß schlecht werden. Ah, ich möchte euch hier nicht allein lassen. Irgendein Mikro knackt hier die ganze Zeit, da müssen wir gleich nochmal gucken. Das bin ich wahrscheinlich. Bin gleich wieder da. Und Aaron verabschiedet sich jetzt auch nochmal, wir machen das jetzt im Rotieren. Das ist auch schön. Das stimmt nicht. Thaddäus, Abmarsch. Mal ganz kurz auf den Stand gucken. Denn der ist gewachsen. Ja, der ist eine ganze Menge gewachsen. Das ist krass, ne? 1400 Euro stehen hier. Plus 155. Die darf man nicht vergessen. Ach, die haben wir jetzt immer noch nicht eingebaut. Nee, die sind immer noch nicht eingebaut. Ne? Genau. Achso. Ja? Nee, warte, wir müssen irgendwie unten drücken. So, dann jetzt geht das. Ja, ja. Also, ich glaube, was hatten wir? Hatten wir die 1000 Euro mit, aber, also, ich glaube, wir hatten 850 Euro so gesammelt beim Tag 1. Kann das sein? Was? 150 Euro? 850 Euro. 850 Euro. Plus die 155 Euro. Plus die 155 Euro, also wir hatten die 1000 Euro, glaube ich, geknackt. Die hatten wir auf jeden Fall schon geknackt. Und das heißt jetzt über die Nacht, die jetzt leider nicht hier in den Compilations mit dabei genau war. Nightbirds und, nein, Night Owls und Early Birds, genau. Da wurde jetzt auch nochmal ordentlich gesammelt, also dann nochmal vielen Dank. Da kommt richtig auch wieder nochmal ein Video, was wollte ich nur kurz erwähnen, also da ist auch immerhin schon was. Hm? Das stimmt, weil über die Nacht ist ja trotzdem viel passiert. Also direkt ab dem Moment, nachdem der erste Tag aufgehört hat, sind wir rübergegangen zu unseren StreamerInnen aus der Nacht und die haben eben nochmal mehr Spiele gezockt, mit ihrer Community eben ein bisschen Werbung gemacht und die ganzen Spenden, die sie eingenommen haben, sind hier an unsere Projekte geflossen für den guten Zweck. Das und war ich schön, ja. Geil, ne? Geil. Weiter geht's. Darf ich mal fragen, ganz allgemein, warum eigentlich ich? Also, zum Haar abschneiden, naja. Ah ja, natürlich. Ich glaube, das ist auf Aarons Mist gemacht. Gerne bei Aaron jederzeit Liegestütze anfordern. Der Aaron macht sehr gerne Liegestütze. Ich habe das gestern schon gemacht. Ne? Also, ja. Er hat 5 lächerliche Liegestütze gemacht. Ich möchte euch mindestens 50 sehen. Ich habe den Schlag verteilt. Das habe ich mir selbst angebrockt. So, das versteigern wir dann bitte. Oh, genau, auf eBay richten wir extra was ein. Das ist quasi schon meine halbe Frisur. Liegestütze machen, meine Herren. Achso, wollen wir? Müssen wir jetzt ihr, jetzt ihr oder was? Ihr könnt euch nicht drücken. Okay. Alle. Thaddäus macht jetzt für uns alle einfach mal. Na dann los, jetzt dann leg mal los. 2, 3. Und da ging's los, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Ja, das klingt natürlich auch gut. 39?
40? Kompliment. Oh, nur zum Flexen drin. Aber schlecht, Alter, Schöne. 41. Er zieht durch. 42? 42? Boah, warte. 42. 42. Das war stark. Moment. Wir brauchen 44. Ja. Ja. Ich will jetzt. Super. Ja. Ah, Minecraft. Hier vielleicht kurze Erklärung, mal Pause machen. Aaron, was passiert hier eigentlich? Weil ich habe das jetzt nicht zeigen können, was hier eigentlich passiert in dem ganzen Projekt. Ganz kurz umreißen vielleicht. In Minecraft meinst du jetzt? Ja. In Minecraft haben wir ganz viel Unterstützung bekommen vom Team Armoria. Mhm. Und die haben uns hier in ein eigenes Level kreiert. Und da konnten wir und auch ihr, die da mit dabei sein wollten, genau, in Minecraft starten. Ja, genau. Wie die da alle. Und zusammen auf dem Server joinen. Und wir zusammen wollten ein Projekt im Minecraft starten und mussten da einem lieben Dorfbewohner helfen. Richtig. Der wollte nämlich ein Haus bauen. Und der brauchte... Der Bob. Ja, Bobby. Hier, da. Ja, genau. Der brauchte Materialien, wie man sieht, ne? Andesit-Treppen und Bruchsteine, Kies und so weiter. Und das war alles nötig. Das mussten wir dem bringen. Und dann hat er immer automatisiert sein Haus selber gebaut. Man konnte dem zuschauen. Am Ende hat er das noch eingerichtet und so weiter und so das fort. Das sehen wir jetzt. Und da sieht man, okay, gut. Und das finde ich, das ist so krass, weil cool. Das ist so ein Projekt. Selbst geskriptet alles. Genau, alles selbst gemacht. Alles nur für uns. Und das war natürlich dann das zum ersten Mal so zu spielen. Das war wieder was, das war ein richtig gutes Gefühl. Hat Spaß gemacht. Ja. Was hat denn hier den Weg gebaut? Schritt 1 ist abgeschlossen. Danke für eure Hilfe. Er hat jetzt das Fundament gebaut und baut gerade auch schon für den Keller. Ihr müsst also, genau, müsst schauen, dass er ein bisschen hier von wegtretet und baut einfach eure nächsten Gegenstände. Das Fundament wurde gebaut. Wir helfen Bobby, dem NPC, wie gerade... Oh, guck mal. Genau, ihr könnt es gerade sehen. Genau, so ein bisschen erklärt wurde es. Ich hab's ja probiert, ich muss sagen, es ist dann natürlich total cool. Ich habe ehrlich gesagt noch nie wieder das gesehen, dass drin zu lassen. Das selber baut. Genau, wie das eigentlich... Das Gerüst wurde gebaut, nun geht's weiter mit dem Stockwerk. Ihr seht gerade, der Bobby ist beschäftigt, baut gerade das coole Stockwerk unten fertig. LOL. Ich will ihm gleich helfen, noch weitere Besorgungen zu machen, denn noch kannst du natürlich reinregen, ne? So geht's nicht. Also ich muss nochmal sagen, Anna, ich finde das total cool. Also das ist das, was ich immer besonders schön finde, wenn außerhalb des Möglichen denkt, also das Gegebenen meine ich, außerhalb des Gegebenen, und ein total neues Projekt aufzieht. Ne? Das ist ja auch das, so was wir versucht haben. Versucht, die Spiele zu nehmen und dann irgendwie neu zu denken. So. Das ist der Thaddeus ist ja Jump'n'Run-Gott. Also ich bin echt ein Noob, was Jump'n'Run angeht, um so... Doch. Wieso bin ich... Ich habe die Meinung auch immer noch. Die wird nie wieder zu... Ja, Aaron, ich verstehe das, dass du wirklich scheiße bist, aber ich bin es halt nicht, ich bin es halt kein Gott. Für mich, nimm es einfach als Kompliment. Oh, für mich ist das so. Also, wie gesagt, Foreshadowing kommt jetzt gleich. Ja, okay. Wo bin ich ein Jump'n'Run? Also, Lust auf ein Match nachher. Du hast mir das nämlich eingebrochen. Also, ja, okay, mal machen, aber. Mal in den Keller schauen. Ja, okay, die Boote sind abgestellt. Alter, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Es wurden natürlich noch zusätzliche Objekte und Gegenstände gebaut. Das ist natürlich auch gut, ne? Genau, kann man ja auch mal gebrauchen. 6 Boote, warum, Alter? Die Garage, wie geil ist das denn? Geil. Mit der Mütze. Ja, das kann nicht wachsen tatsächlich. Oh ja. Ja, ich hab's probiert, Alter. Haben wir noch genug Eisen? Sonst mach ich noch Chris Alexander fährt mit dem Schiff und hinten im Schneemann drin durchs Haus. Oh, jetzt schmeißen alle hier ihre lilanen und blauen Betten raus. Du hast Spaß, ja. Ja, weil haben ganz viele haben ihre Betten da gecraftet. Natürlich hat man versucht, eben gemeinschaftlich sich abzusprechen. Wir bauen jetzt erstmal das, wir bauen erstmal das, sodass man halt schneller vorankommt, als wenn jeder alles für sich baut. Das war ja auch so ein bisschen Sinn und Zweck der Sache, gemeinsam was auf die Beine stellen. Und man hat natürlich dann einfach mal ganz viel gecraftet und am Ende hat man natürlich trotzdem ein bisschen Überschuss von allem. Aber besser zu viel als zu wenig, ne? Das Motto kennt man ja auch. Naja. Wow. Wir haben es geschafft. Gedacht, das war das Letzte. So guck mal, jetzt noch Licht und alles. Sieht richtig gut aus. Hier kommt die Meute. Das war's. Es wird gebaut, die Fenster. Es waren schon viele Leute. Guck mal, wie viele? 20 Leute mindestens. Ja. Aber es hätte natürlich noch viel, viel mehr sein können. Also das ganze Konzept wurde auch ausgelegt auf noch viel, viel mehr. Es hätten auch Hunderte sein können. 1000. Genau, das wurde auch so alles ins Skript eingearbeitet, dass man das auch hätte so groß skalieren können. Das wären dann eben andere Mengen gewesen, die der Bobby gebraucht hätte und so weiter und so fort. Also es war echt ganz gut vorbereitet. Skalierbar, ja. Cool, ja. Ne? Und echt ein super Projekt. Also auch gerne wieder. Ne? Ihr könnt ja mal überlegen, habt ihr sowas schon mal gemacht? Weil ich fand, das war wirklich was ganz Neues, was ganz Eigenes. Ich fand das total cool. Und wir hatten auch die Idee, das tatsächlich
im Versus-Modus zu machen, dass es zwei Teams gibt, die gegeneinander das zeitlich schaffen müssen, die sich jetzt nicht töten oder so, sondern die einfach nur versuchen, schneller zu sein als das andere Team in der Ressourcenbeschaffung und so. Und das vor allem auf einer Random-Karte wäre total spannend. Wie bei Anno 1800 zum Beispiel. Okay. Lasst uns gerne wissen, wenn ihr irgendwelche Ideen oder Vorschläge habt für irgendwelche Projekte, egal ob jetzt mit Minecraft oder irgendwelchen anderen Spielen, ne? Das können wir gerne irgendwie mal umsetzen. Schiffe versenken auf dem Klo, ist wirklich alles. Genau, so. Twitch-Livestreams oder irgendwelche YouTube-Vlogs und sonstiges. Also wir sind für alles zu haben. Oh, überall, alles ist voll. Alles ist voll und oben noch das Bett für dein Follow. Und danke, Isras, für deine 30-Euro-Spende für den guten Zweck. Toll. Cool. Okay, dann jetzt. Ach stimmt, Screenshots haben wir gemacht, aber die sind natürlich dort auf dem PC noch mal zeigen, was du kannst. Stimmt, geblieben. Die haben wir gar nicht. Stimmt. Ah ja, da sieht man genau. Jump'n'Run God. Aber gut, das war aber auch echt. Okay. Und so lief es bei 8. Scheiße. Guck mal, sneaken und ganz nach hinten gehen. Und dann bist du beim Checkpoint. Double Jump, okay. Überspringen. Du auf den Slide. Schnapple. Okay. Also rennen, scheiße. Na, siehst du? Da war deins ja schon mal viel besser. Danke für die Gelegenheit, genau. Und schaut gerne vorbei. Viel Erfolg noch. Danke. Wir bleiben im Stream dabei. Also nochmal, armoria.de, wenn ihr mitspielen wollt. Ansonsten DagoDuck auf YouTube und JK Next Level auf Twitch. Danke, Jungs, nochmal. Ab auf die Couch, meine Lieben. Es geht an die Switch-Controller. So, das hat schon wieder jemand Juhu Schaunkult. Das ging ja auch ohne Probleme. Ja, Schaunkult, weißt du das noch? Machen wir jetzt hier. Hast du rangezoomt oder warum ist die Qualität so bad? Ja, genau. Also ich hab teilweise, weil das halt nur so ein kleines Minicamps war und das jetzt vor allem um die Interaktion da oben ging, habe ich jetzt rangezoomt. Das war bloß die Minicam. Man hat eigentlich das Spiel im Fokus gehabt und das ist richtig, jetzt rangezoomt. Deswegen, also das ist eigentlich wirklich nur so ein kleines Fenster. Also so. Ja, verstehe. Wenn das jetzt hier oben wäre, wäre das jetzt... Ja, so halt wie wenn wir unten sitzen. Richtig, genau so. Deswegen ist es ein bisschen pixelig, entschuldigt das. Aber man sieht ja alles, ne? Man erkennt ja alles. Gut, ich wollte bloß wissen, dass wir uns nochmal hier die Qualität irgendwo hochschrauben müssen. Es ist, wie es ist. Ja, es ist, wie es ist. Holy Sean. Oh mein Gott, da hat er noch... Ah ja, da sieht man es. Wirklich? Warte, das kommt nicht. Okay. Oh ja, Controller rückwärts halten. Ja, ich hab den ersten. Das war ein schönes Chaos. Genau, das war schönes Chaos, denn, auch nochmal kurz zur Erklärung, man konnte im Chat sich solche so Kanalpunkte konnte man einlösen für irgendwelche Challenges, die wir machen mussten, während Spiele, während ne, irgendwelchen Projekten. Und das war jetzt halt einfach das zum Beispiel Controller rückwärts halten. Und vor allem für den Meister neben mir, unseren Jump'n'Run-Gott, der ja auch sehr gut erfahren ist mit Controllern. Mhm. Und ich habe die Kontrolle. Mhm. Genau, noch nie einen Controller eigentlich in der Hand gehalten hat, so wirklich. Der hat sich natürlich dann besonders über solche Challenges gefreut, den auch noch rückwärts halten zu müssen. Genau. So ist es, ja. Oh, krass, aber auch ein Mensch. Okay. Ja. Da war es irgendwie raus. Wo hältst denn du das Zeug? So? Nee, so hier soll man das halten, Mensch. Verkehrt herum. Doch nicht so hier. Da ist doch verkehrt herum. Nee, das ist verkehrt herum, so hier. Ist das nie verkehrt herum? Nee, das ist ja so hier. Naja, ist das verkehrt herum. 10 Sekunden. Ach, ich hab den Controller einfach nur. Hab ich den Controller so gefasst, aber nur. Nee, aber du hast, ich glaub, richtig, ich glaub, du hast den ganz normal in der Hand genommen. Ja. Einfach so. Er ist der Controller. Naja, ist doch verkehrt herum. Ist doch verkehrt. Das ist ja wirklich dumm. Naja. Aber hab ich so. Nee, du hast es, glaube ich, wirklich. Also ja, das sah jetzt voll so aus. Ja, das ist ja ein Video. Und genau, und was wir gemacht haben, ist halt den wirklich so rum. Ja, ja, genau. So rum hier. Das ist ja, schwierig. Oh, so, aber. Wie das schön durchstrahlt hier. So, das sieht auch in Wirklichkeit so aus, ne? Ja. Durchstrahlt. Das ist ja. Aber es hat Spaß gemacht. Na klar, das ist die Hauptsache. Muss es halt betrügen, um zu gewinnen, aber so ist es. So, ne? Wie im echten Leben. Sag mal jetzt nicht mehr dazu. Boah, das war ein super Schlag. Eindeutig. Ja, vielleicht faul, aber. Einstein, der war richtig, der war. Ach, ich erkläre es mal kurz. Wir sind jetzt noch mal ganz kurz mit Archinova und Cambio im Interview. Erst Archinova für 15 Minuten und dann Cambio e.V. für 15 Minuten mit der Anna erst und dann dem Yannick. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und, das okay. Und damit herzlich willkommen zum ersten Interview. Alex, ich drücke dir mal was in die Hand. Jawohl. Nämlich sauberes, frisches Wasser. Anna, ich sag mal Prost auch an dich. Du hast auch Wasser dabei. Und ich frag dich mal, das ist doch jetzt eigentlich ganz normal, oder? Für jeden, dass er so schön stilles, kühles Wasser genießen kann. Ja, für uns hier ist das ganz normal. Wir haben sogar Wasser aus dem Wasserhahn in bester Prost. Qualität. Und für viele Menschen ist es auf der Welt ist es, leider nicht so. Nämlich für 844 Millionen Menschen, die keinen Zugang zu Trinkwasser haben. Und damit das besser wird, Stück für Stück, sind wir von Archinova mit unseren Projekten dahinterher.
Gibt es auch andere Möglichkeiten für Leute, die vielleicht jetzt nicht die finanziellen Mittel haben, euch zu unterstützen in irgendeiner Art und Weise? Was man auf jeden Fall machen kann, ist halt sowas, wie jetzt ihr hier gerade macht. sozusagen feiern für den guten Zweck, sich statt Geschenke zum Geburtstag oder zu irgendeinem anderen Anlass Spenden wünschen von der Familie, von den Freunden. Sowas kann man machen. Ja. Also vielen Dank auch euch auf jeden Fall und auf alle und an alle Beteiligten, das ganze Team. Danke, schönen Abend noch. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Hallo Yannick, wer bist du? Was machst du? Ich bin Yannick, ich bin Teil des Cambio e.V., mache da hauptsächlich die Öffentlichkeitsarbeit und freue mich, dass ich hier sein kann. Was ist der Cambio e.V., was macht er denn? Ich habe gerade schon ein bisschen vorweggenommen, weniger Krisenhilfe und eher Bildungsarbeit. Stimmt das so? Ja, genau, das stimmt so. Und genau, betreiben da Aufklärungsarbeit sowohl an Bildungsinstitutionen als auch im öffentlichen Raum in unterschiedlichen Formaten. Wir arbeiten viel mit Methoden des globalen Lernens und das Ziel des Ganzen ist es... Genau. Leertaste. Danke. Funktioniert heute tatsächlich auch. Da habe ich ein paar Sachen zu sagen. Also erstens, die Interviews habe ich mal drin gelassen, damit man sieht, dass wir auch direkt mit den Leuten, wo wir hingespendet haben, zusammengearbeitet haben. Ja. Das fand ich halt wichtig, die halt mit drin zu haben, weil das, ne, klar, also da geht halt am Ende die Spendensumme hin. Das ist total wichtig, dass man das auch mitbekommt. Und zu Yannick, zum Cambio e.V. habe ich eine witzige Story, die ich jetzt tatsächlich rausgeschnitten habe, weil sie für das Best-of an, oder für diese Zusammenfassung finde ich jetzt nicht, war es jetzt nicht gut genug. Ich habe das ja, diese Methoden des globalen Lernens und so, das habe ich tatsächlich mal mit solchen Spielchen mitgemacht bei denen. Da war ich beim Dies Academicus, das ist so ein Hochschultag, und da war ich bei so einer Umwelt, bei so einem Umwelt- Kurs halt, und der wurde eben von Cambio e.V. gemacht, und da gab es so ein, zwei Teams, Stühle, die in einer gewissen Formation angeordnet werden müssen, und das eben auf Zeit irgendwie, und da sind halt beim ersten Mal sind halt die beiden Teams aufeinander losgerannt und haben, ne, komplett alles chaotisch gemacht und haben nicht verstanden, dass sie ihre beiden Formationen natürlich gleichzeitig haben können, dass man das übereinstimmend machen kann, ne? Die hatten halt gewisse Bedingungen, so wie sie es halt machen müssen und so, das, genau, das war also total cool, dass man zeigen konnte, ja, es ist kein Zero-Sum-Game, man kann jetzt kooperieren. Denn nur zusammen sind wir stark. Das war jetzt eine kleine Anekdote aus dem Leben des lieben Thaddäus. Und eine Anspielung an das erste Stay Alive. Und damit zurück ins Studio. Genau. Weltumspannende Zusammenhänge wie eben Klimawandel oder Armut und Hunger mit dem eigenen Leben zu verknüpfen. Und genau solche Zusammenhänge sollen in unseren Veranstaltungen quasi auch vor Augen geführt werden. Das war echt schön, ja. Menschen dazu anregen, zu reflektieren, wie sie denn selber mit ihrer eigenen Handlungsmacht sozusagen Dinge ändern können. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein konnte und dass ihr dieses wunderbare Projekt macht. Schön, dass auch viele Leute das so wertschätzen, ne, mit den ganzen Spenden. Also vielen, 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 vielen Dank an alle, die da in der einen oder anderen Weise mitstecken. Wir freuen uns riesig. Willkommen zurück. Ja. Oh. Schön, dass ihr da seid. Denn jetzt geht's ans Kochen. Mal gucken, wir probieren unser Bestes, kann ich dazu nur sagen. Das wird spannend. So, also jetzt sagen sowohl die Susanne als auch The Hundred sagen, erstmal nicht durch so viel durch die Nase atmen, wird ein bisschen den Mund offen lassen. Den Mund etwas offen lassen. Das Gute ist, das macht Aaron ja so schon. Weil ich nicht rede und überhaupt nicht arbeite. So. Ich habe genau. Hier so kleine grüne Stellen an der gelben Karotte, ja? Und viel gelernt. An euch, haben wir da jetzt das Problem mit Blausäure oder ähnlichen in hohen Konzentrationen giftigen Substanzen, ja? Okay, sieht gut aus. Naja, dann esse ich das jetzt und fall rum. Jetzt kriegst du blaue Haare. Genau, und der Koch hat gesagt, ja, kein Problem. Ne, also es geht. Richtig, genau. Ist nicht schlimm. Richtig, genau. Hast du recht, schmeckt gut. Okay, der Koch sagt, ist approved. Vielleicht möchte ich auch einfach loswerden, kann auch sein. Vielleicht hat er dich vergiftet, sondern es ist dann im Endeffekt alles schief. Vielleicht wusste er, was passiert. So, ich möchte bitte... Ich hab was gefunden, Entschuldigung, einen Moment. Nee, das hält dich nie aus. Das hält dich nie aus. Das hält dich nie so. Morgen. Ich merke schon, die feiern sich ja alle im Hintergrund. Mann. Guck mal. Ja, es steht auch so hier, ne? Mach ich auch immer so, mit Leiterkochen. Und das lassen wir einfach wirklich nochmal die 20, 30 Minuten. Jetzt. Hin, weil das dauert ja gut. Ja, wir machen jetzt hier mal das Schlüssel zum Ole. Oh. Zum Ole. Das ist ja schon am Ende vom Let's Cook. Also das stimmt, wir haben jetzt prinzipiell das Hauptgericht, dann wir hatten ein Hauptgericht und wir hatten noch eine Nachspeise. Das Hauptgericht haben wir jetzt abgeschlossen, das war so eine richtig schöne, da hatte ich so ein Curry vorbereitet, ne? war so ein Curry, also viel Reis kochen einfach und dann so ein schönes Gemüsecurry mit
viel mit, ich weiß gar nicht mehr richtig, was mit drin Essen. War, Poke. War lecker. Genau, tatsächlich mit so Karottensaft und so Zeug noch drin. Das war auch, ist, am Ende muss ich schon sagen, das war wirklich, wirklich sehr, sehr lecker. Ja, es war wirklich lecker. Ich habe zwar erst 21 Uhr was gegessen, aber... Ja, wenn es überhaupt hinkommt, genau, ja, wenn nicht ja. sogar noch später, ja, ja. Ja, genau, aber jetzt kommt die Überleitung gerade, das war das Anstoßen zum aus Pui Mach Hui. Genau. Das ist richtig rum, ja, genau. Ich sag nämlich ja. immer aus Pui Mach Hui. Und das war es gewissermaßen. Ja, genau. Das nächste nach der Nachspeise war wieder eine Challenge. Aus Pui Mach Hui. Das erklärst du jetzt auch gleich alles. Und gut, genau. Dann viel Spaß dabei. Ab. Das ist ja völlig offiziell. Mm. Ja. Ui. Oh, das war's. Ui. Lass uns davor ganz kurz nochmal festhalten. Ja. Wir müssen alle Zutaten verwenden. Die genau. Reihenfolge ist egal. Genau. Also kurzum, ich stelle jetzt und alle Zutaten. Wegmacher. Die Hälfte davon weiß ich sowieso nicht, was es ist. Genau, das muss ich kurz nochmal. Nee. Ich wollte bloß das nochmal ergänzen. Die können nochmal zurückspulen, aber ich wollte bloß kurz ergänzen. Das erste Rezept habe ich selber rausgesucht. Mit Absprache vom Koch stimmt, noch. Stimmt. Und das zweite, die Challenge Pui Mach Hui. Da habe ich bloß Ideenanstöße gegeben und gesagt, wir wollen irgendeine süße Nachspeise kreieren. Ja. Und weil ich ja selber mitmachen wollte mit dem Thaddäus und genau. wir uns ja abwechseln wollten und dann halt zusammen ein was kreieren, ohne dass wir uns irgendwie dabei Interaktionsmöglichkeit haben, wollte ich eben auch selber nicht wissen, was es alles gibt. Richtig. Na, wir haben irgendwie 20 Zutaten bekommen und genau. Wie auch immer. Man sollte halt was draus machen. Und dementsprechend... Warte, ich war nochmal hier. Genau, wir müssen alles Zutaten. Alle Zutaten verwenden. Genau, ist egal. Genau. Also kurzum, ich stelle jetzt hier gleich alle Zutaten hier hin. Die Hälfte davon weiß ich sowieso nicht, was es ist. Alle Zutaten müssen verwendet werden. Es ist egal wie viel, also es kann auch nur irgendwie das war wichtig. Verwendet werden. Das habe ich nicht alles mitbekommen. Ja, ja. Das ist auch gut, du schreibst da ganz so schön im Hintergrund. Ja. Und Chat freut sich. Ja. Ich habe ja noch alles gut. Brauchst du nicht schreiben, du kannst noch reden? Ja, ich weiß auch, wenn du da redest, mach ich das nicht gerne. Gut, dann hören wir wenigstens zu. Und ich will jetzt erstmal alles gut. Hin, dann fahre ich jetzt mit dem Fahrstuhl nach unten, ja? Das ist ja, auch gut. Oh ja. Genau, geh mal gut. Geh dort bitte runter. Du hast es überhaupt nicht. Nein. Thaddäus hat es jetzt verstanden. Pass auf. Hau ich jetzt mal direkt die ganze Sojamilch ran. Oh Gott, jetzt ist der Joghurt. Ja. Oh Gott, jetzt ist der Joghurt dran. Ja, und das Ding ist ja auch halt wirklich, was willst du da noch retten, wenn dann halt so übel ist. Halt wirklich, ich dachte halt echt so, pass auf, meine folgende Situation. Ja. Ich dachte, wir müssen wirklich alles verwenden, hab mir gedacht, okay, das heißt, ja. ich muss jetzt wirklich das Ganze, den ganzen Mehl, den ganzen Joghurt, ja. den ganzen Zeug, und dann hab ich mir gedacht, ja scheiß drauf, muss ich jetzt hier alles reinkrachen, ne? Ja. Und dann kommt da auch wirklich die nächste Runde, also nach den 2 Minuten, ihr seht oben immer den Timer, da oben. Ja. Und kommt der Aaron rein und das hier passiert, ja. Ja, ich war halt verwirrt, weil, genau, ja. ich dachte, wir machen halt eine Nachspeise und dann ist dann irgendwie eine. Aber pass auf, du spießt das gleich gut runter. Das, ja, guck mal, genau. Alle Eier sind hier drin. Ich mache jetzt einfach mal nach frei Schnauze ein bisschen Mehl dazu. Dazu bleibt das später. Er hat die gesamte Sojamilch hier reingehauen. Ach du Scheiße. Okay, er hat ja offensichtlich das Mehl rangemacht, aber noch nicht alles davon. Aber ehrlich gesagt, das Ganze zu verwenden wäre auch ein bisschen krank. Das ist komisch, oder? Das ist wirklich extrem viel. Das ist eine extrem große Menge an Zeug raus. Ich mache jetzt aber erstmal das Kakaopulver dran, bevor es vergisst. So, ich glaube nicht, dass wir davon alles verwenden müssen. Das wäre ein bisschen schwachsinnig. Du hast also doch dann irgendwo noch so ja. aus dem logischen Zusammenhang hast ja. du dann gecheckt. Aber halt, da war es halt leider zu spät. Ich habe mir halt gedacht, wie kann das denn halt sein, dass wir alles verwenden? Ja. Das ist halt genau der Knackpunkt. Alles muss verwendet werden. Ja. Heißt, so zugleich, jedes ja. muss mal verwendet werden, muss gebraucht werden und ja. muss aufgebraucht genau, werden. Genau. Und das ist eben das. Weil alles ja. muss verwendet werden, das kannst du halt auslegen. Ne? Alles richtig. Muss halt komplett, ne? Alles richtig. Im Sinne von komplett oder alles ja. im Sinne von jedes. Und ich habe so. Mir halt nie dieses, das echte, das Original habe ich mir nie angeschaut. Von wem kommt das? Wir können das ja auch gleich mal sagen, von wem kommt ja, von Pete's Meats, das. Von Pete's Meats. Ja, genau. Das genau. echte aus Pui Mach Hui Konzept. Ich kannte das nicht. Ich wusste nicht, wie das ja. funktioniert hat, deswegen hatte ich das überhaupt nicht auf den Schirm. Das ist also eine einfache Sache, aber für dich war das natürlich auch ganz normal, weil du es ja schon kanntest. Genau. So, ne? Deswegen, ja. Aber ja, also das jetzt, es wird nur besser. So gut wie fertig, ist schon ganz schön dick eingefüllt. Ach du Scheiße. Hat er zum Pfann ein Messer oder was? Pfannwender. Hab ich nicht gefunden, so richtig irgendwie. Gab's keinen, ja. Ich hab da nur, genau, das ist halt scheiße, weil du, eigentlich gehst du ja nie mit so einem Teil in die Pfanne, so, ne? Ich hab keinen Pfannwender gefunden. Alter. Oh nee, oh, ich bin hier gerade in der richtigen Ecke. Ja. Aber ich mach die Pfanne nicht aus. Jetzt kratzt er mit dem Metall. Jetzt kratzt er mit dem Metall.
aber also jetzt mal lieber Justin, das liebe Koch, danke für das Vorbereiten und alles, ne? Das aber ist was sollte er dann machen? Also es gab ja nichts, es gab wirklich nichts, was er hätte verwenden können. Es war wirklich, das ganze Ding haben wir durchsucht. Ich habe es auch nochmal durchsucht. Das ist jetzt bloß hier nicht drin. Es gab wirklich nichts. Zum, also oh, ist nicht deine Schuld. Leute, ich bin nicht sicher, ob wir das. Pass auf jetzt. Ja. Oh. Aber der ist oben flüssig. Okay, das ist jetzt echt eine ziemlich dumme Aktion, aber ich probier's. It was at this moment. He found out. Das ist ein altes Profilbild. Ich hab sehr viel Mist gemacht. es hat funktioniert. Aber wir sind die Grad, ne? Wir müssen das Zeug einfach. Nach meinem Verständnis müssen wir alles aufbrauchen. Nein, ich hab gesagt nicht alles. Du sollst ja auch die ganze Verpackung aufbrauchen. Ne, das hätte man ja eher sagen können. Die Kommunikation war on point. Das ist also, lustig. Also, ne? Wir haben alles verwendet, glaube ich. Ja. Oh, jetzt dabei ist es da, dass es ein bisschen lustig wird, ne? Ich fand wirklich, also ich glaube echt, dieses aus Poi mach hui. Das, auch dafür, dass es ein Gaming-Tag war, das war echt das Highlight. Das war wirklich, es gab wirklich, das war so geil, ein Todfeiern. Alter Schwede, ey. Ja, und passend dazu ging es dann eben mit dem Kochen nochmal in Kochspiel. Richtung Gaming, genau. Kochspiel, genau. Ja, das hat uns auf jeden Fall auch hier in der Regie die Tränen in die Augen getrieben. Also vor allen Dingen dein wunderbarer Move da mit der Pfanne. Das war eigentlich, das hat schon Legendenstatus jetzt schon. Unser Koch hat gesagt, er kündigt. Also ich sag mal, nach meinem Verständnis war es so, dass wir alle Zutaten komplett aufbrauchen müssen. Deswegen dachte ich mir, scheiße, ich habe jetzt hier ein Kilogramm Joghurt, immer diese Ausreden. 1 Liter Sojamilch, 4 Eier, 1 Kilogramm Mehl. Ja, so, okay, das wären jetzt so ungefähr 50.000 Eierkuchen oder was auch immer. Ne? Mit 18 Sekunden, wir müssen uns beeilen. Der Fisch holt zu mir. Das war so krass, das haben wir gar nicht gemerkt. Pass mal auf. Ah, wie geht's nicht? Du musst erstmal schneiden, 7 Sekunden noch. Ja, schnell, beeil dich, komm, ein geht noch, einer geht noch. Schnell. Ich komm, 2. Was passiert? Ja! Oh nein! Ja! Oh, nein! Was? Pass auf, komplett nass. Guck mal ganz genau hin. Okay. Beide geben Gericht ab, ihr liegt knapp vorn. Ja. Und habt aber die Bestellung läuft ab. Jetzt läuft die Bestellung ab, dann kommt das Geld. Yeah. Und dann in der letzten Sekunde gibt der Alex oben das ab. Ach, und das hat die dadurch, Punkte gemacht? Jo, das hat die Punkte. Was habt ihr für wie viel Punkte habt ihr bekommen, Alter? No? Das war richtig krass. Aber ihr habt auch Geld verloren, wie gesagt, ihr habt Geld verloren, weil ihr. Aber weil die Bestellung abgelaufen ist, in der Sekunde ist die Bestellung abgelaufen, deswegen haben wir Geld verloren. Eure Bestellung ist es ja euer Team gewesen, da ist halt eins abgelaufen. Das hat dann hier Da oben. Hier unten. Ja, ist gerade sehr hell. 121. Hat euer Geld. hat das Geld abgezogen. Und das Ding ist aber, ich habe glaube ich ausgerechnet, ihr hättet glaube ich so und so verloren. Also ich glaube, ohne dass es das Geld abgezogen, wobei ich weiß es gerade nicht. Ja, guck mal, wir haben 121, hätten wir das Ding jetzt, hätten wir jetzt nochmal, was haben wir bekommen? Minus 30 habt ihr bekommen, das heißt 151 hättet ihr. Ja, kann sein, dass es, ihr habt ja 63 Punkte bekommen dann. Aber trotzdem, ihr lagt halt vorne, das ist halt so krass, es ist halt wirklich in der letzten Sekunde, guck mal. Millisekunde. Wirklich, wortwörtlich, letzte Sekunde. Ja. Minus 30, ja. Also, minus 30 und plus 63, also hätten wir die minus 30 nicht gehabt und das, die Bestellung wäre jetzt noch durchgegangen, ich weiß nicht, wie viel man dann bekommen hätte. Hätten wir halt die nicht abgegeben. Und guck mal, er ist halt wirklich gerade da, als es auf Null läuft. Also es war wirklich die letzte Millisekunde. Oh nein! Ja, und ich stehe halt auch noch davor, ich hab's halt... Ja, also wir haben sie nie abgegeben bekommen in der Sekunde, wo ihr sie abgegeben habt. Ach so, ich dachte doch, ihr habt eure. Weil wir hatten auch diese Bestellung, die abgelaufen ist. Ja. Ne, wir hatten die zweite, glaube ich. Dieses orange Ding hatten wir ja auch noch. Dem auch siehst du da unten das links? Das gibt's aber ab. Das gibt's ab. Guck, das gibt's ab. Guck. Nee. Warte. Zack. Ach, das haben wir doch geschafft. Es gibt doch nicht so viel Geld, weil es ja nur einfach nur schneiden ist. Das ist ja das Ding. Meinst du, gekocht und geschnitten und alles? Ach, hat noch so ein richtig so teures. Ach du Scheiße, alter Schwede. Ja, okay, also. Das war aber Glück. Ne, also das war aber spannender Moment. Aber das haben wir wirklich so nie mitbekommen in dem Moment. Oh, nein. Ja. Was? Warum werfe ich den Käse? Zu mir rüberwirft. Ist auch wieder so ein Ding. Guck mal, ihr liegt vorne. Ja. Noch Burger Bun? Warte, ich mach Kebab. Ich hab nix hier. Ich hab nichts hier, shit. Ich hab keine Teller. Alter! Warte! Das ist wieder nur das Letzte. Oh mein Gott! Und ihr habt richtig gut gespielt, die Runde. Ihr habt richtig gut gespielt. Tja. Ja, wir fangen immer gut an und dann hört es aber halt auf, ne? Also. Das war schon, oder? Ja, ich will bloß das sagen. Ich geh schnell wieder in die Ecke. Ah! Ich kann den Text nicht weiter. I don't care at all. Ah,
Gar keine Veränderung. Ich hab durch die Nasenlöcher geguckt. Okay, jetzt geht's aber richtig los. Anstrengend. Hilfe, ich seh nix. Oben muss ich mal gucken. Wo ist mein Controller? Ich hab nichts gesehen. Auch nicht durch die Nasenlöcher. Wir haben 2000. Hat rückwärts, was? Rückwärts. Ja. Sag mal. Was? Ja. Oh. Ja. Wir haben 2000. Zeig mal dein Ergebnis. Also, ich präsentiere euch den schwerelosen... Na. Ach stimmt, das war, wir hatten ja dann noch so einen zweiten halt. Ja. Richtig, also du hast dann versucht, weil du gemerkt hast, es gab jetzt nur eine, oder war ich das sogar? Ich habe dir, glaube ich, die Pfanne hingestellt. Ja, wir hatten, genau. Also, ich wusste halt, okay, wir müssen das jetzt irgendwie in der Zeit schaffen, 50.000 Eierkuchen in einer Stunde. Das heißt, ich habe gesagt, okay, alle Pfannen müssen drin, deswegen habe ich die Töpfe auch weggestellt, weil du das mal anguckst, am Anfang gestanden. Okay, damit du dann eben nur Pfanne. Damit wir halt die Menge hinkriegen, so, aber das, ja, und dieser Pfannkuchen, der lag dann noch eine Weile. Ja, versuche nochmal was zu retten, hat im letzten, letzten Endes nur das hervorgebracht. Ja, das ist die PUBG-Pfanne, damit kannst du, mit Pfannkuchen, macht extra Schaden. Einmal die Map und zwei mit Controller rückwärts, hat man gesagt. Das Controller rückwärts. Oh, Jesus, okay. Das war das Handy. Oh Gott. Ich weiß, was ich bin. Wir haben nur rumrennen. Das war aber wirklich, das war richtig krass. Also das Spiel mit Controller rückwärts war nochmal viel schlimmer als das Klettern oder was wir da vorher hatten, weil... Ja. Du musstest ja eben auch noch Knöpfe drücken, noch viel mehr dich bewegen in alle Richtungen, das war... Wahnsinn. Also das Spiel ist perfekt für das, ist das perfekte Chaos-Spiel, genau. Es ist das super. Man muss jetzt auch nach oben, wenn man nach unten laufen will. Wie rum? Oh, yeah. Genau. Oh, yeah. So. Ach so, nee, shit. Okay. Alles gut, okay. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, du bist oben, ne? Du bist oben laufen. Werf einfach, wirf. Wirf. Ja, ich weiß ja gar nicht, was ihr schon. Genau. Oh, direkt reingeworfen, Alter. Du triffst immer direkt in die Fritteuse. Nein, ich hab's nicht weggeworfen. Ich kann nicht drauflegen. Das Roh. Achso. Hier, essen. Einfach irgendwas essen, ja. Einfach irgendwas essen. Das ist nicht schlecht. Passt. Wieder so ein Lastik in dem. Wir waren so gut. Ja. Das war Memek in dem anderen Modus. Ja. In dem anderen Modus hatten wir 400 Punkte. Genau, 484 Punkte oder so. Und hier gerade mal so. 50. Ja. Also 4,39 noch. Genau. Obwohl wir nur 3 geschlagen statt 4. Oh, Leute. Oh ja. Move or die. So. Mit beweg dich oder stirb. Hier ist sowieso, ne, wie so eine Intro-Szene von irgendeinem Charakter. Wenn du gewählt hast, geht's dann so. Ja. Oh, Mortal Kombat? Hast du Mortal Kombat? Hast du Mortal Kombat schon mal gespielt? Nein, ich hab ein paar diese Fatalities gesehen und hab mir gesagt, okay, nö, das Spiel, das ist mir zu brutal. Okay. Nö, brauch ich nicht. Nee, weil da hätte ich, das wäre ja auch, das wäre auch was Gutes das, für ich, uns beide. Okay. Ich löse das lieber verbal. Ah, schade. Ich bin zivilisiert. Okay. Ja. Also Move or Die ist im Prinzip geil, ist ein Satz. Ich glaub, das sagt geil. Schauen wollte euch auch unbedingt noch seine Fortnite-Dances zeigen. Mhm. Ganz wichtig. Dann los, während zu Crab Rave. Gottes Willen. Man sieht vor allem kaum was vom Tanz an sich. Ja, wunderbar. Morty, komm. Stimmt für den schönsten Spieler ab. Morty möchte gewinnen. Jetzt hätte ich gerne nochmal blau. Morty, kommt, Leute, ihr liebt Morty. Ich bitte euch, kommt. Die Namen eingeblendet für die einzelnen Leute. Sebastian, ich danke dir echt, dass ich mega lieb bin. Vielen Dank, Pink. Blau, ich mach 5 Liegestütze. Ich mach 10 Liegestütze. Oh, nein! Oh. Das war knapp, ja. Das war wieder knapp, ja. Was machen wir, Ninja? Ninja-Sterne. Okay, das Spiel an sich ist eben auch pures Chaos. Oh, es ist hier gerade, sind 3 Spieler auf einmal gestorben. Ja. Oh, jetzt hat er einen halben Punkt bekommen. Okay. Ein Punkt für jeden noch. Oh, das sieht schlecht aus. Oh, bemalen. Okay, Aaron, nee. Ey, da kommt mal ein Tor, ich weiß nicht, wie es gehen soll. Bombenabwurf. Die Bombe, nein, warum hat nehmen wir die Bombe? Einer hat eine Bombe und... Seelen, ja. Nein! Und guck mal, hier hat er das Schaum, glaube ich. 34-34. Genau, du warst Morty, ich war weg, ich war Morty. Genau. Nein! Wie sind wir bei Helmut? Nein! Sonst bleibt bei 34-34, ja. Ja, wir müssen Pause. Gut, aber Gleichstand. Jungs, gut gespielt. Gut gespielt. Gut gespielt. Achso, ja, wir durften ja gar nicht zu Ende machen, weil, war dann... Wir haben überzogen und das wird jetzt auch echt. Wir hatten das Spiel echt lange gespielt, dann muss man natürlich weiter. Da, deswegen muss man weiter, weil wir Interview. Mensch, das ist immer so komisch, wenn ihr das so. Ja, ja. Da.
Ja, dort, okay. Und damit falsche herzlich Richtung. Willkommen zum Interview. Entschuldigt die 10 Minuten, das ist ja ganz üblich in dieser pandemischen Situation. Wie es auch sei, eine sonnenblumige Grüße an Norman. Moin, wir kennen uns. Hallo, ne? Norman. Woher kennen wir uns? Ja, du warst mein Praktikant ein paar Lüge. Monate lang. Ich möchte aber trotzdem darauf hinweisen, ne? Es waren nicht nur die technischen Probleme, sondern du hast dich einfach geweigert zu verlieren. Und daher habt ihr auch 5 Minuten überzogen bei eurem letzten Spiel. Das hat er persönlich genommen. Hat wenigstens geguckt. Das hat er persönlich genommen, musst du sehen. Achso. Ja, ich danke euch fürs Gespräch. Gerne. War sehr. Matteo, sehr das ist zwar total schön, dass du uns jetzt schon rausschmeißt, aber theoretisch haben wir noch 2 Minuten, weil du hast vorhin 4 Minuten gezogen. Ja, das ist stimmt. Geil. Digitales okay. Händeschütteln. So machen wir es. Alles klar. Dann schönen Abend erstmal noch, ne? Und ja. Wir hatten halt echt immer viel zu wenig Zeit für die ganzen Meetings und so. Also bei. Klar. Nee, hier ging es das. Hier ist es von einer halben Stunde. Das war auch sehr ergiebig. Ja, das war wirklich sehr ergiebig. Also ich habe das hier wirklich nur runtergeschnitten, weil ich mir gedacht habe, naja, das ist jetzt nicht für alle so super interessant. Ich wollte aber auf jeden Fall mal zeigen, Norman Folger, danke, dass du auch noch da warst, falls du das siehst, dass er da, wir haben über die Nachhaltigkeit und die Zukunft und die Gleichheit von Gaming gesprochen und auch von E-Sport und sowas. Ne? Also dass da E-Sport-Vereine auch die gleiche Chancen haben. Jetzt nicht Frau Mann nur, sondern auch einfach unter sich budgetmäßig und so. Das ist ja allgemein bei Sport immer so ein Thema. Das war wirklich sehr schön und da saß ja neben mir der David, der ist ja Vorsitzender von allem irgendwie, was mit Gaming zu tun hat. Genau, von Penta Gaming oder von 404 Multigaming. Ja. Danke, dass du es nochmal konkret sagst, ja. Also wirklich total kompetent, also wirklich für dieses Thema sehr kompetente Leute damit. Und das Gespräch kann ich sehr empfehlen. Hört sich nochmal an oder schaut sich an. Ja, genau. Also ich hoffe. Also es wäre mein großer Wunsch, dass wir irgendwann nochmal ein Event machen, was aus, ja, was noch ein bisschen, vielleicht sogar ein paar Tage mehr geht oder so, ja. Wo man halt nochmal wirklich mehr mit den Leuten machen kann, eben zum Beispiel eben hier mit Cambio e.V. und so weiter, dass man vielleicht auch dann, wenn vielleicht Corona irgendwann wieder nachlässt und man eben auch sowas vielleicht mal in einem noch größeren Raum oder so machen kann, wie auch immer, mit mehr Leuten, dass man da irgendwas noch mit den Leuten mehr machen kann. Und dann eben, ne, also weil diese Zeit, wir hatten eine Viertelstunde gequatscht über irgendwas, okay, ist klar, ist interessant, aber war eben eigentlich auch ein bisschen zu wenig. Man hätte auch gerne mit den Leuten noch irgendwas zusammen machen können und so. Das fand ich, könnte das man... Das stimmt. Das war halt alles sehr kurz gehalten. Genau, war natürlich geschuldet, Dave, dass wir sowieso schon recht viel Zeug hatten, was auch alles super toll ist, aber wir konnten eben nur die 2 Tage erstmal füllen. Ja. Wir haben uns auch noch nie viel mehr zugetraut, muss man dazu sagen. Also es war jetzt auch schon so sehr viel dafür, dass wir das in dem Rahmen und Ausmaß noch nie so wirklich gemacht haben. Aber jetzt haben wir Blut geleckt. Ja, weil das macht halt auch einfach Bock. Als Vegetarier. Ja, okay. Gut. Okay. So viel dazu. Lustig, tralalala. Ich bin schon wieder klein, also von mir aus. Ja, nee, dann machen wir weiter hier. Genau. Hier geht's gleich weiter und bleibt dran. Vielen Dank, Norman. Guck mal, da kommt schon was. Oh Gott, jetzt krieg ich wirklich das. Einfach in die Hand am besten. Genau, okay, dann probier ich mal. Ja, ah! Du hast ja gar nichts probiert. Genau. Ich habe hier versucht, noch extra schön noch ein bisschen. Das sieht schon fast aus wie eine herzhafte Pizza oder irgendwas mit Mais noch oben drauf. Stimmt. Streusel, noch Akzente zu setzen. Ich finde, die Farben an sich sind eigentlich ganz hübsch so. Es wirkt so wie ein Flammkuchen, bloß eben süß. Und damit würde ich sagen, den ersten Bissen an mich. Ja, Flammkuchen. Essen, ne? Ja, nee, nie alles, aber wir kosten auf jeden Fall. Ach, jetzt wieder nie alles. Immer ist es plötzlich nicht alles. Am Anfang ist es immer alles und dann plötzlich nicht alles. Verwenden, deswegen. Ja, okay, hab ich in dem Moment, glaube ich, auch gar nicht verstanden. Ja, ja, hast du nicht verstanden aber, in dem Moment, ja. Weil wir hatten auch in diesem, genau, als das Interview gerade eben war mit Norman Folger und Thaddeus schön beschäftigt war, haben wir alle schön gegessen. Wir haben lecker das Hauptgericht verspissen im Hinterzimmer und wir haben uns da in der Küche bequem gemacht. Aber ja, Thaddeus hat jetzt hier das erste Mal an dem Abend wieder ein bisschen was zwischen die Zähne gekriegt und deswegen hat sich auch sehr darüber gefreut. Wir waren alle satt, aber Thaddeus hat gut reinlangen können, ne? Mehr oder weniger, wir haben es ein bisschen verfolgt. Leider haben wir den Kopf. Das ist lecker. Echt, meinst du? Es ist lecker. Gib mir mal einen. Koste es. Ist erstmal. Mhm. Ich sage auch gleich mal vielleicht als moderierender Faktor, ihr müsst bei den. also über das, wie es wirklich ist, natürlich auch bedenken. Aber es geht. Schmeckt irgendwie weihnachtlich. Es geht, oder? Weihnachtlich irgendwie. Das liegt an. Genau, also du hast am Anfang hat das irgendwie so ulkig geschmeckt, weil man es halt nie erwartet. So, ne? Also da war das halt irgendein Eierkuchen oder irgendwas. Und dann auf einmal schmeckt es halt so zusammengeklatscht und halt viel zu wenig süß und so ein Scheiß. Also einfach. Also ich fand es lecker. Und genau, also aber hinten raus die Würze hat es dann wenigstens noch irgendwie nach was schmecken lassen. Also das was man oft drauf, wir hatten ja Dominosteine oben drauf gehauen und so, das ging dann. Aber ja, so der stimmt. Eierkuchen an sich war halt einfach nur... Der so, war sehr mild, der war sehr so mild. So was Herzhaftes, ja. Komisches, was... Oh ja. Bauen, den der andere dann in 5 Minuten oder so
schaffen muss. Geil, das Schaf. Also bist du jetzt wirklich Sean das Schaf? Ja. Okay, das passt. Stimmt, gut. Stimmt, da musst du natürlich. Sean hat das Schaf gespielt. Ja. Klar. Oh, wow, 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 Folgendes ist der Deal. Jedes Mal, wenn eine Spende kommt, müssen wir so einen kleinen Hüpfer machen beim Spielen. Jawohl. Oh, also, nein, guckt man auch drauf, wie die ganze Zeit die Abos reinkommen. Also, die Follows, meine ich. Ja. Da kommt der nächste Raid. Party-Modus für uns mit in die Box bekommen zu benutzen, um uns das ganze Anonymous Tip vom 690. Hey! Hey! So. Aber was anderes. Er wollte was anderes. Was ist das Ding da oben drauf, diese Reifen? Ja, probier's doch aus. Jetzt geht los. So, als wär's so. Das was war. Bitte? Was war das jetzt gerade? Nein, ich wollte nicht auslösen. Ja, ich hab mir die Portale extra so hin. Ah, dein Handy. So ist es. Willkommen zurück! Was? Boah, ein Raid! Noch ein Raid, Jason! Das war so cool mit dem. Danke für den Raid! Mit dem Portal. Oh mein Gott! Da kann der dritte Raid, ne? Von Jason. Ja! Ich hab gerade gesagt, das doch. Vor der. Damit man einfach nicht benutzen kann, diese Scheiße. Und Megabombe wurde. Shit, da gab's dann auch immer gar keine Gewinner. Also, wenn es einfach zu schwierig oder zu leicht war, gab's im Endeffekt. Oh, sind die ganze Zeit schon groß. Nee, jetzt bloß, ja, gerade die letzten 10 Sekunden. Sorry. Ja, hat man es gar nicht gesehen. Moment, ich spule. Ja, ich spule mal zurück. Genau, also es gab. Boah, ein Raid! Genau, hier. Nächster Raid, genau. Jaser, danke für den Raid. Thank you so much. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab. Nein, nein. Ich wollte gerade sagen, ich hab. Genau, jetzt hier gab's eine Runde, wo halt alle gestorben sind. Was ist das eigentlich? Die Tonne davor, der. Wenn es zu einfach oder zu schwer ist, wie gesagt, dann keine Gewinner, keine Punkte. Und Megabombe wurde uns bereitgestellt, bekommen wir fürs nächste Mal. Was warst du? Warst du das Pferd? Boah, ich glaube, ich war das Pferd, ja. 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 Ja, warst du. Nein! Oh, komm schon, war wieder was gemacht. Alter, was? Hast du die Rakete gesehen? Jetpack, Alter. Under pressure. Wait. Warum ist nein! Komm. Alter, das ist so krass für den Portal, was man damit alles machen kann, Alter. Ja. Ich muss noch kurz gewinnen. Akku? Ich muss noch kurz die Welt retten. Das ist das Finale, ja. Ja! Stimmt, es waren sogar wir beide im Finale. Ja. Ja, siehst du mal, du bist ja auch hier der Jump'n'Run-Meister. Ja. Scheiße, Alter. Ja. Ja. Ich schnapp's einfach, Muscle. Was ist denn? Na, aufstehen für den Sub. Für den Sub? Ist ja auch Geld. Ach so, gut, okay, na dann. 3, 2, 1. Das war krass. Das ist Jump'n'Run. Ja! Alter! Durch die Schranken durch! Ich hab nicht einen Punkt gemacht! Ende. Hey! Danke wow. Für 30 Euro und auf die letzte. So ging's dann nur noch durch die ganze Zeit, ging's nur noch so. So, wir würden schön. Das Spiel verlassen und ja. Zum Spendenziel übergehen. Oh ja. Ja. Schönes Licht. Erstmal Kosten. Oh. Ja, lieber nee, nicht nein. Kosten, reiner ja? Reiner und schön durch den Mund spülen. Schön durch den Mund spülen. 2, bis 2, 3, 1 und los. Cheers. Oh, krieg ich noch einen? Das runterschluckt. Gerade hieß es noch, er möchte nur einen kleinen halben. Ich dachte, es ging um einen großen Anteil Alkohol. Es geht um einen großen Anteil Chili. Da bin ich. Pikachu fängt an. Ah ja. Genau, wir wollten eigentlich Among Us spielen, ne? Aber da waren die Server bei Among Us down. Ja. Schade. Genau, mal, in der Sekunde. Spendensumme. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, lol. Wie geil. Da hat sie aber sehr gut hinbekommen. Ja. Cool. Du sitzt bloß davor. Oh. Da. Genau, schön. Also, ja. Genau, aber richtig. Ah, okay, also okay. Jetzt gab's Browser Games halt stattdessen. Tut mir so leid. Genau. Das fand ich das Beste. Was hast du gesagt? Das ist aber jetzt das Highlight für mich von Gartic Phone. Bitteschön. Oh, gerne. Mm. Pikachu fängt Ash im Pokéball. Oh. Achso, sieht ein Pokéball aus. Ein Menschen in einem Pokéball, ne? Scheiße, tut mir so leid. Love it. Ein Mann wirft einen Pokéball und Pikachu kommt raus. Come on. Ich überleg grad. Ich überleg grad, was bei mir angekommen. Ach, das, genau das. Männlich wird man. Und ich hab überlegt, wie machst du das bitte männlich? Herz aus Gold. Ich
musst die übrigens mit Maus andersrum zeichnen. Ich hab da erst einen Mann, dann das Werk. Ach stimmt, es gab dann auch wieder die Challenge, Maus andersrum zeichnen und sowas alles. Ach, ja, auch noch. Stimmt. Dann den Ball und dann den Pikachu. Aber machen wir jetzt Pause. Guck mal, man sieht man doch erst, Mann wirft. Ach du Scheiße. Ja, stimmt, es sieht aus wie Rippen, stimmt schon. Mann wirft Ball und Pikachu kommt raus. Das ist genau die Reihenfolge, die ganz oben steht. Oder halt männliche Figur. Ja. Dann eben noch die Rippen. Dann goldene Niere, naja, okay, da kann man sich drüber streiten. Ja, goldene Niere würde ich jetzt da nie interpretieren. Das ist echt. Aber gut. Was soll das? Den Körper hinein. Oh. Das stimmt halt. Das mit den Armen. Das ist so die Transformation. Aber fand ich witzig. Ja, klar. Das ist halt so wieder sehr. So muss Grafik für uns sein. Okay. Das war auch gut. Mhm. Ach du Scheiße. Hä? Was? Okay. Moderne Kunst, ne? Okay. Ja. Was passiert hier? Warte mal, aber das ist ja. Dann hat's nur die Melli rausbekommen, ein bisschen verrannt, nachdem ich so enthusiastisch. Was ist das, ne? Was? Versucht mal zu raten, was ist das? Mit V und A oben. Ja. Wir überlegen die ganze Zeit, ja, was könnte es denn sein? Der hat das in der Hals. Lass mal da oben. Ja, aber so, wie soll man das mit der erraten? Das kann, das ist hier irgendwie Halsschmerzen oder was? Oh mein Gott! Ach, das war der Arsch! Alter, jo, lol. Das hat halt fast niemand erraten. Das ist schon eher als Pavian. Nee, siehst du im Inken jetzt. Hier war ich dran bezeichnet, hatte die übelste Maus in sich. Ja, stimmt, das ist die Maus, die so übelst. Richtig, ja. Lol, eine Peitsche, alles klar. Das haben aber viele erkannt. Ja, zu einfach ist zu gut. Disco Bernd, danach Thaddeus, danach Charlie. Ja. Ja, zum Glück bin ich auch. Haben sich aber alle gut geschlagen. Das passt. GG, danke fürs Mitspielen, das war geil. Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht, dass wir dabei sein durften. Gerne. Danke sehr euch gerne fürs Mitspielen, ist auch immer klasse. Ich mit Öl. Tschüss. Ja. Gemütlich irgendwie. Ja. Genau, das, wir müssen euch noch das präsentieren, was wir heute ganz, ganz mit viel zärtlicher Liebe in der Küche zubereitet haben. Nämlich das hier, lecker. Getränke noch da. Ja. Wir haben auch gerade Getränke da. Wie gesagt, eiskalt irgendwie. Da war wirklich dein Gesicht, das musst du eigentlich nochmal zurückführen. Achtet mal wirklich auf Aarons, wirklich, er hat einfach keinen Bock mehr auf mich. Er hat einfach keinen Bock mehr. Ist bei dein Scheiß. Stänkerei, echt, ja. Was wollt ihr? Ganz, ganz. Wir sind jetzt schon gut. Sehr viel Liebe. Nämlich das hier lecker. Auch gerade Getränke noch da. Ja. Also lieber Zette Aaron weigert sich die ganze Zeit Liegestütze zu machen und das Essen zu essen. Also ich möchte jetzt mal bitten, dass er ihn dazu zwingt. Geil, das ist immer gut. Das ist wirklich nicht seine eigene Idee. Ich bin so satt noch. Ja. So satt. Ja. Jetzt, wenn man das riecht, wird man gleich viel satt. Zetter, gibt es noch Zetter eigentlich? Ich sag's mal hier, gibt es. So. Also schon Psy, ich nehme jetzt hier, oh Gott, jetzt probiert es eigentlich wirklich. Ich nehme jetzt hier voll aus dem, Alter, ist ja übelst weich. Da greift man. Jo, ist halt so ein dickes Ding, so ein dicker Eierkuchen, da ist halt klar, ne? Der wird halt ewig nicht ordentlich. Und dann wieder halt essen. Ja, ja. Genau, so zum Knetchen. Du hast Riefen. Nur, es ist immer, Aaron hat ja schon immer nur die Ideen, aber macht nie was. Nee. Das ist immer so. Natürlich, aber einer musste die Ideen liefern und die andere mussten sich auch mal dafür opfern. Cool, dann Alaska fragt schon, ob es schmeckt. Das ist nicht schrecklich, oder? Geil. Das finde ich so schön. Das muss einer muss halt in einen anderen und alle anderen müssen sich dafür opfern. Da habe ich wirklich sofort, muss ich in meinem Kopf fast einfach nur so, zack, okay, ich weiß ganz genau, was ich da mache. Du musst aber nicht nochmal zurückspulen. Schönes Zitat. Und du hast das auch noch so schön immer geschnitten mit den Effekten, mit, den, mit der Münze und auch vorhin bei dem Gesicht. Das ist, hast du echt richtig gut gemacht. Danke, danke. Das ist immer so. Nie was mit. Natürlich, aber einer muss ja die Idee liefern und, und die andere mussten sich auch mal dafür opfern. Kohl hat dann was gefragt, ob es schmeckt, Also ich finde, es ist nicht richtig, oder? Man kann es wirklich essen. Oder? Also zumindest ist es. Mit dem Alex hat es geschmeckt, pass auf. Pflaumen ist in oben drauf, dann haben wir Spekulat. Das ist eine ganze. Hat keinen Hunger mehr. Ach, weißt du? Ich bin so voll. Also, geil. Also, ja, aber wirklich alles so gut, mit Alex, dem, alles gut, ja. Die Pflaumen und sowas und die Dominosteine, das ging halt wirklich oben drauf. Das war kein Problem. Zum Bloß der Teig war halt wirklich nicht das, was es hätte sein die sollen. Die Optik war auch nicht so schön. Ja, die Optik, da musste Augen zu und durch. Ja, kann was. Ich kann was. Also ich denke, das ist auf jeden Fall serienfähig irgendwo. Mir persönlich hat eigentlich so, also am heutigen Tag am besten gefallen, so diese Schwenk, diese, wie heißt es?
Pizza. Oh Gott, ich hab den Namen schon wieder vergessen. Ein Kreation halt, ne? Ein Pfannenpizza. Eine Pfannkuchenpizza à la Thaddäus und Aaron. Oder Tadaron. Tadaron! Okay. Aber alles klar. Es gibt tatsächlich eine stark signifikante Korrelation, also einen deutlichen Zusammenhang zwischen später Nacht und Thaddäus macht schlechte Witze. Also, das ist ganz, ganz einfach. Ich kann, ja, das heißt, wir müssen. Wie sagt man so schön, nach müde kommt dumm? Anfangen. Ja, ja, das kommt bei mir eigentlich auch vormüde, aber das ist. Jetzt ist eigentlich nochmal springen angesagt. Ja, also bei 56 Euro dreimal springen muss man jetzt. Ja. Wann schon das Finale? Ja, scheiße. Und wir müssen nochmal, ne? Und. Was müssen wir wieder? Das sehen wir auf dem Cam, natürlich. Kommt doch gerne, so viel kommt doch gerne hier vor. Also. Oh ja, das ist schön gewesen. Da kann man winken, wenn er vor die Cam kommt. Es kommt noch die ganze Danksagung, ja. John ist auch noch zu nennen, Dave hier, auch noch zu nennen. Meine Frage, genau. Wir haben ja eigentlich noch eine kleine Ankündigung zu machen bezüglich der Spendenhöhe. Richtig. Ganz am Ende kann das erst. Können wir das jetzt droppen, wenn wir das möchten. Na, wenn wir die 2500 Euro jetzt voll bekommen, dann kommt eine fette Überraschung noch. Genau. Ja. Dann verkündige ich das jetzt mal. Also, wir haben einen anonymen Spender, der auf diese ganze Summe, die wir jetzt haben, nochmal 2500 Euro drauflegt. Geil! Krass! 2500 Euro, das heißt, wir haben die 5000 Euro geknackt. Und liebe Leute! Ja! Geil! Das war schon krass. Ja. 55 und die 155 Euro. Von Spielbrems. Hey! Ja. Warum die 155 Euro nicht eingeblendet werden, seht ihr, wenn ihr das erste Video guckt. Das hast du, glaube ich, erklärt. Ja, genau. Ja, genau. Guckt euch das an. Wie viele Döner kann man sich jetzt dafür kaufen? Also, wir gehen jetzt Döner essen. Macht's gut. Quick mach. Danke für die 2 Euro. Vielen Dank, Dago. Dago auch nochmal an dich. Shoutout an die ganzen Streamer. Mal vergessen. Von wunderbar hinten, Cold Art in Alaska. JK Next Level mit Dago und Duck. Dago. Dann kam die Anne. Hora Anne. Die gute Alice in Purgatory. Das ist ein Name, ey. Dann Chicory, die gute Jenny. Dann hatten wir The 100. Aber natürlich auch nicht zu vergessen, den Support von Mailand, den Support von Max Puls, MK. Ja. Und wir hatten noch einen dritten riesen Raid, aber an den kann ich mich gerade nicht mehr. Ich weiß gar nicht. Oder sowas? Ja, genau. Hermann Walter, sage ich auch nochmal danke für den ersten Tag, dass ihr uns in den Raum gestellt habt. Mega toll, wenn ihr irgendwie Informatiker seid. Das war super spontan. Hermann Walter, IT Solutions, sage ich nochmal kurz. Campus Radio war dabei mit Michel. Ja, eure ganze Crew, ne? Die ganzen KünstlerInnen, genau. Genau, Tosi. Danke an dich. Danke an dich auch, Aaron, dass du das alles mitgemacht hast. Also ohne dich würde ich das nicht machen. Danke an dich, Thaddäus, dass wir das jetzt bald machen können. Aber auf jeden Fall auch danke an euch. Also ich habe tatsächlich selten so ein unausgebildetes Moderation-Duo gesehen, wie ihr die. Ja, kann man eigentlich so stehen lassen. Ja, klar. Nee, das fand ich aber schön. Ich dachte auch erst so unausgebildet. Das klang erst so, als würde er so ein bisschen meckern. Aber dann, zweite Hälfte des Satzes, ich gehe nochmal zurück. Danke an dich, Thaddäus, dass wir das jetzt bald machen können. Aber auf jeden Fall auch danke an euch. Also ich habe tatsächlich selten so ein unausgebildetes Moderatoren-Duo gesehen, wie ihr die so geil harmoniert haben und so viel Spaß gemacht haben. Ohne Scheiß, das war echt eine Lecke, könnte man sagen. Ein inneres Blümchen pflücken. Ich sage jetzt auch nochmal danke kurz an die Leute. Ein inneres Blümchen pflücken, das habe ich jetzt in letzter Zeit schon 10 Mal gehört. Wirklich? Das kenne ich erst seit einem halben Jahr oder so, den Spruch, aber das haben in letzter Zeit viele öfter schon Leute aus dem Umkreis gesagt. Komisch, ich kenne den eigentlich nicht wirklich, den Spruch. Es war wieder ein inneres Blümchen pflücken mit dir. Seltsam. Ja, wenn eine Runde im Game gut gelaufen ist und so. Inneres Blümchen pflücken? Ja. Das ist sehr spezifisch. Ja, kenne ich erst seit einem halben Jahr oder so. Wo auch immer das herkam. Das am ersten Tag, weil die sollten auch nochmal erwähnen. Also vielen Dank an Blue Alley, Christian Helm, mein Papi, Grüße gehen raus an dich. Und Fridjof, danke an Tyra, dass du dabei warst. Danke an Naomi, aka Colin in Alaska, auch super, dass du schon mitgemacht hast. Danke an meine große Schwester Henrike, danke an Anna, Justus Steinfeld, vielen, vielen lieben Dank auch an dich. Susanne, auch schön, dass du dabei warst. Danke für die ganze Orga und fürs Mitmachen. Lenax, super Auftritt auch von dir. Ich hoffe, du hast jetzt einen super geilen Start noch in die Musikkarriere. Emmy, für dich das Gleiche. Emmy, sind wir vielleicht bald nochmal wieder? Ja, wirklich. Also Leute, wir gönnen es euch echt. Das war so... Was? So hast du gerade was geteasert? Sehen wir eventuell bald vielleicht sogar nochmal wieder. Möglich. Danke. Danke. Einmal Applaus an der Stelle. Danke an alle Zuschauer. Wir danken euch vielmals für alles, was ihr getan habt.
Wir danken allen, die uns unterstützt haben bei dem Projekt. Stay alive! Stay alive! Stay alive! Dingen. Das war's. Das war's Ende. Das war's. Aber es war mächtig, gewaltig. Egon. Nee, hat echt viel Bock gemacht. Oh. Das, also auch das Schneiden. Super optimal. Da hast du gerade weggeguckt, als du gerade das war, also gesagt, ja. Dass der Koch kündigt so. Das war. Ah, ja, habe ich gar nicht gecheckt. Mach mal. Das war eine Freude beim Schneiden sein. Es war ein inneres Blümchen pflücken mit dir. Das hat mir wirklich so viel Energie auch wieder gegeben. Dass du das geschnitten hast, die ganze Mühe. Weil da gehört aber noch dazu, sich den ganzen Scheiß rauszusuchen, vorher auf YouTube zu gucken, ja. Die ganzen Stellen rauszupflücken. Holla die Waldfee, sag ich da nur. Also ja, danke, dass du da dir auch so viel Mühe gegeben hast, das Ding zu schneiden und da habt ihr jetzt einen richtig guten Zusammenschnitt, also eine richtig gute für alle, die es noch nicht geschaut haben sollten und keinen Bock haben, jetzt sich 10 Stunden ranzuziehen, obwohl man das natürlich trotzdem sehr wärmstens empfehlen kann. Auch den ersten Tag nochmal für alle, die ein bisschen Musik und Comedy mögen. Die können sich natürlich auch da die 8 Stunden oder was das da waren, 7-8 Stunden auch nochmal angucken oder eben unseren ersten Zusammenschnitt davon. Das haben wir auch schon in React gemacht und ich verweise auch darauf nochmal, also gerne da auch vorbeischauen, wenn ihr das anschauen möchtet. Falls ihr noch Blick hinter die Kulissen wünscht. Und ansonsten bleibt mir jetzt auch nicht mehr viel zu sagen, außer danke, dass ihr hier ein Teil davon seid, dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe, dass ihr mitgemacht habt. Also das muss man ja sagen, es gibt ja, wir haben ja ein Riesenteam und auch gehabt. die mitgemacht haben nochmal, genau. Ja, auch so, auch im Chat und alle, also wirklich alle, die irgendwie dabei waren, das ist wirklich wichtig. Wie gut das aussieht. Da. Ja, ne? Ist viel bedeutend für uns, war ja immer schon jetzt ein Geburtstags-Stream auch für uns beide. Und wir möchten das einfach gerne weitermachen und freuen uns da halt wirklich über jeden Support, den wir kriegen können, weil das einfach so schön ist und so vielen Leuten auch so viel bedeutet hat und auch weitergeholfen hat. Und deswegen vielen Dank und bleibt gespannt, denn wir haben noch einiges vor und dass wir hoffentlich auch in Bravour umsetzen können. Wir geben uns Mühe. So ist es. Oder wie war das Zitat aus dem ersten Tag von Lenax? Hätte schlimmer sein können. Ja, hätte schlimmer sein können oder so, ja. Ging eigentlich irgendwann, genau. Ja. Das ist super optimal. Chaos-Kontakt. Ja. Super optimal. Genau. Ich würde sagen, in dem Sinne. In dem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Seid gespannt, was als nächstes kommt. Ach, und geht ins Level 45, das hat jetzt nämlich wieder offen. Oh! Ja. Level minus 44. Nee. Level. Unterstrich. Doch, Level minus 44.bar. Nee, war das .bar? Nee. Das blenden Sie nochmal ein. Genau. Na? Das war genau. Damit hier. Du immer was zu tun hast. Damit du immer was zu tun hast beim Schneiden. Ich krieg nie genug davon. So ist es. Level 44-bar.de war es bestimmt. Gucken wir mal. Ganz bestimmt. Ob ich fact-checke das. Kannst du machen. Ja. Okay. Haut rein. Ciao. Lasst euch gut gehen. Und bleibt gesund. Sehr gut.